Kann ich wiederbeleben mit Engel? Ja, ist nur Vigra auf dem Slot. Da kann ich mir einen leisten. Und dafür nehme ich ein paar High Potions. Das sollte... So, den Rest kann ich dann mit Vita abdecken. Ja, passt. Eieiei, da muss ich vorsichtig sein. Das Vieh darf ich nicht unterschätzen. Gibt's hier an den Seiten irgendwo noch Wege, die mich interessieren könnten? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Dann muss ich wohl nach Norden weitergehen. Ach, ich will's hundertprozentig wissen. Ist hier rechts noch was? Nein, hier ist nichts. Gut. Dann gehen wir weiter. Okay. Eigentlich habe ich ja was dagegen, wenn ich so weit vom Thema abfahre. Aber ganz ehrlich, ich denke, das muss erwähnt werden, solange ich mich hier in einem Dungeon befinde, wo storymäßig nichts passiert. Die Musik hat sich geändert. Okay. Ich will es trotzdem ganz kurz fertig erzählen, weil ansonsten der Gedanke an meinem Hirn nagt, während ich dann da durch die Gegend watschle. Es gibt jetzt ein Shrek-Musical. Ich habe meinen Fernseher vergessen, vor der Aufnahme abzustellen und jetzt gerade in dem Kampf gegen so ein kopfloses Reiterinnenvieh habe ich einmal kurz nach hinten auf den Fernseher geguckt und was sehe ich? Shrek das Musical. Wobei der Esel, also der menschliche Darsteller von dem Esel, aussieht wie dieser Harald Glöckler. WTF, Leute, in was für einer Welt leben wir? Okay, wieder zurück zum Thema. Wir betreten den Kristallturm. Die Musik! Oh mein Gott, ich bin im Himmel. Ich will gerade ehrlich gesagt so wenig wie möglich sagen, ich genieße diese Musik auch. Die ist ja geil. Was haben wir hier für Gegner? Wir haben... Ach, nicht schon wieder. Irgendwer hat vergessen, unter der Theke mal ordentlich zu putzen und da ist das entstanden. Hallo, Bluck. Bluck. Was für Namen haben die Biester auch noch? Bluck. Ich gebe Bluck jetzt erstmal ins Gesicht. Meine Güte. Bluck. Das ist... Mir fällt nichts Gescheites mehr zu Bluck ein. Ist das jetzt eine Beleidigung irgendwie im neuen Straßenjargon? Ey, du Bluck, du! Sorry, meine Kreativität ist gerade gestorben bei dem Anblick von diesen Dingern. Jetzt sind sie lila. Was waren sie vorher nochmal? Braun? Sahen so ein bisschen rattenmäßig aus. Jetzt sind sie lila. Und machen noch Schaden. Das wird ja immer besser hier. Meine Güte, die Revolution der Mutantenratten, habe ich das Gefühl, ist hier los. Hauen wir sie weg, bevor sie noch weiter evolutionieren. Ja, danke, Lunev. Wenigstens wissen wir, wenn wir nachher zu Sid ins Haus fliegen, um da Kammerjäger zu spielen, dann haben wir ja hier drin schon mal die Qualifikation dafür bekommen. Wir können Blucks töten. Ich sag's euch, wenn nachher unten in diesem Keller ein Bluck ist... Wirklich dieser Gegnertyp. Oder von mir aus auch so ein komisches Rattengesicht. Aber wenn da so ein Vieh rumläuft, dann schmeiß ich mich weg. Hallo Jin, was machst du hier? Acea oder Asa. Hm. Wenigstens Namen, die ich noch nicht kenne. Bist du ein fliegender Gegner? Ich habe gerade nichts. Obwohl, nee, doch, Refia können Heilung vertragen. Vergiss es. Refia, ich heile dich mit Arc und der Rest haut mal bitte ganz schnell rein. Mit Blitzra. Ich weiß gerade gar nicht mehr, hätte der Typ eine Elementarschwäche? Weil ich denke, Sarah hätte uns darüber aufgeklärt vor dem Bosskampf und ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie irgendwas in der Art gesagt hat. Kann der Typ jetzt auch zaubern oder hat das nur eine körperliche Ähnlichkeit? Bitte, bitte, bitte. Wart, nein, nicht die arme Refia. Oh Gott, zu knapp für meinen Geschmack. Das nächste Mistvieh, was zaubern kann. Heike Kapapatschka. Ich muss aufpassen, ey. Ich habe mich die ganze Zeit darüber beschwert, wie der Schwierigkeitsgrad in den letzten paar Dungeons wirklich zu niedrig war. Aber jetzt kommt das alles zurück und will mir den Kopf abhacken, habe ich das Gefühl.
Ich muss auf meinen Zehen bleiben, wie das so schön auf Englisch heißt. Yeah! Schattenflare! Boom! Das war Refias Rache dafür, dass sie fast umgebracht worden wäre. Yay! Das Mädel hat Courage und Magie in den Fingerspitzen, aber massig davon. Shit. Das war nice. Na, das reicht schon wieder. Ich will erstmal die Seiten erkunden. Ich habe das Gefühl, ich verpasse wieder eine ganze Menge, wenn ich nicht die Seiten zuerst ansehe. Noch mehr Chocobo-Zorn. Ich glaube, ich benutze gleich mal einen Chocobo-Zorn im Kampf. Ich habe keine Ahnung, was das Ding macht. Es löst ja irgendein Inferno aus oder sowas. Aber ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Von daher, wir gucken uns das jetzt mal an. Ja, gegen einen Djinn von mir aus. Ich hatte gehofft, wir treffen einen anderen, neueren Gegner. Aber gut, dann nehmen wir halt diesen Djinn und heilen nochmal vorsichtshalber eine Runde. Wenn wir schon Ingus haben, der nicht allzu viel Schaden verursacht, dann kann ich ja auch... Na, wo ist das? Hier. Dann kann ich auch mal ein Inferno mit dem Schwarzmagus im wortwörtlichen Sinne auslösen. Ne, das scheint keine fliegende Kreatur zu sein, auch wenn er schwebt. Nimmt keinen extra Schaden durch Windangriffe. Na, das war okay. Na, was macht das Ding? Oh, das sieht mir sehr nach dem Flair-Zauber aus. Wenn das vorige Schattenflair war, dann ist das wahrscheinlich der normale Flair-Zauber. Auf dem Chocobo-Item. Cool. Das ist wirklich gar nicht so übel. Vitra auf Luneth und Terra und ja, keine Ahnung. Hau einfach mal kurz einen niedrigstufigen Zauber raus. Weil wir es können. Ja. Das kitzelt ihn nur. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ich meine, ich kann verstehen, dass man selbst auf höherer Stufe als Weißmagier vor allem, ich meine, ich benutze die Vita-Zauber von Ark immer noch regelmäßig, um so einen leichten Puffer zu erzeugen zwischendurch. Aber warum denn muss ein Schwarzmagier immer noch so viel, in Anführungszeichen, Low-Level-Zauber beherrschen? Wäre es nicht irgendwie sinnvoller, wenn man, keine Ahnung, so sagen wir mal, drei Feuerzauber des ersten Grades könnte man irgendwie konvertieren zu einem Feu-Ra und das eben immer höher geltend, dann dreimal Feu-Ra zu Feu-Ga und so weiter und so fort. Einfach, dass man damit noch immer, wie heißt es, die niedrigstufigen Zauber zur Verfügung hat, sie allerdings auch gegen größere Bosse verwenden kann, indem man sie umwandelt. Ich weiß, für Final Fantasy 3 ist das sicherlich eine viel zu komplizierte Geschichte, die ich hier gerade am Vorpredigen bin. Aber ganz ehrlich, ich meine, falls später nochmal so ein ähnliches System oder so auf uns zukommt, dann wäre das sicherlich eine ganz geschickte Lösung. Heilen, heilen, heilen und fertig. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal hier aus dem Kristallturm heraus und versuche mich draußen bei der... Ach verdammt, mein Luftschiff ist ja vor der Tür, vor dem Labyrinth. Das ist doof. Dann... Ich hoffe, ich habe noch ein Zelt dabei. Wenn ich ein Zelt habe... Irgendwie versammeln sich ja alle Bossgegner, die ich in letzter Zeit besiegt habe. Oder übers ganze Spiel hindurch. Wenn ich mich draußen nochmal mit einem Zelt oder sowas hochheile und das Mana aufstocke von Ark und Ingus, dann habe ich wahrscheinlich etwas bessere Chancen, hier durchzukommen. Gremory. Gremory. So wie Gregory. Okay. Was machen wir denn gegen dich? Was machen wir denn? Ich würde sagen, ich kann einmal Sanctus raushauen. Wenn ich mich sowieso nachher heilen will, dann... Habe ich Sanctus noch nicht? Okay. Habe ich ganz vergessen. Wahrscheinlich kriege ich Sanctus erst später. Na, dann benutzen wir jetzt halt erstmal die ganzen restlichen Zauber. Ich würde sagen, Blitzgar wieder. Wenigstens habe ich von Blitzgar und Feuger noch so 14, 15 Anwendungen. Das ist ja nicht wenig. Das reicht. Na, greift... Nee, ich wollte gerade sagen. Greift jetzt erst Ark an oder unsere Gruppe oder greift erst Gregory an? Ich nenne das hier jetzt Gregory. Einfach, weil es passt. Oder auch nicht. Ich habe nur die ganz böse Vermutung, dass das Ding versteinern könnte mal wieder. Das scheint ein Gimmick zu sein, worauf sich die letzten paar Kreaturen eingelassen haben. Dass sie mit ihrem Angriff irgendeinen Effekt hervorrufen. Da muss ich vorsichtig sein.
Angriff reicht, denke ich mal. So wie ich Lunev kenne, reicht der Schlag jetzt aus und... Oh, doch nicht? Na gut. In der Regel reicht der erste Angriff von Lunev, der zweite Angriff in der zweiten Runde, reicht aus, um solche Biester zu töten, wie jetzt gerade. Kann nicht mehr viel gefehlt haben, wahrscheinlich nur so 1000, 2000 HP. 7000 Gel, heiliges Kanonenrohr. Ich sollte das Heilen vielleicht zwischendurch mal rausschneiden, aber das dauert ja nicht allzu lange, von daher lasse ich es jetzt einfach mal spaßeshalber drin. Für euch, ich bin sicher, ihr wollt sehen, wie ich meine Leute am effektivsten heile. Hey, da ist eine Tür. Ja, gehen wir rein. Oder versuchen es zumindest. Hallo Tür. Ach, jetzt sei nicht der Eureka-Schlüssel ist hierfür zuständig. Was? Also zumindest ist die Tür schon mal offen, das steht fest. Unais Schlüssel, er hat funktioniert. Wir sind fast da. Seid stark. Oh yeah. Okay, das heißt wohl, das hier könnte der Hauptweg sein. Dann will ich noch nicht da lang gehen. Garantiert nicht. Aber warum ist dann in der Mitte dann diese riesige Treppe, die da in die Höhe führt? Das muss ich mir noch ansehen. Ja, dachte ich mir doch, hier oben ist auch noch eine Truhe. Und jetzt gehen wir mal in diesen Mittelturm da rein. Och nö. Dogas Klon, natürlich, ich hab's gewusst. Ja. Verdammt nochmal, diese Klone immer. Immer diese Klone. Das hat schon in Star Wars schon nicht geklappt, verdammte Scheiße. Na gut, was mache ich mit dir? Ich muss mich gerade nicht heilen, also wehre ich erstmal ab. Und das mit allen, beiden, bevor sie zu viel Schaden kriegen. Trotzdem, ab zur Mitte, los, lass mich durch, Doga. Oder Dogas Klon, also saugen. Oh, das ist nicht schön. Wie viel Schaden macht das auf Refia? Das ist nicht wenig. Hast du zwei Angriffe pro Runde drauf oder nur einen? Ne, nur einen Angriff. Okay, dann ist es in Ordnung. Einmal saugen kann ich gegenheilen. Dann dürfte jetzt hoffentlich diese Runde auch reichen, wenn ich noch einen Zauber rauskloppe, dass das Vieh umfällt. Ich hab mich schon gewundert, warum Dogas Klon nicht unten bei Unais Klon in dem Labyrinth der Alten rumläuft. Aber nee, er hat gewartet, bis er im Kristallturm seinen großen Auftritt jetzt bekommen hat. Der auch schon wieder vorbei ist. Hat er keine Gil gebracht? Keine Münzen? Sehr merkwürdig. Ich will nochmal einen Quicksave. Quicksave? Quicksavus, Bittus? Ich konnte gerade nicht F2 drücken mit Quicksave. Hat sich das Programm wohl wegen der kleinen Whisper, die ich inzwischen bekommen habe, wieder verabschiedet. Hey, da ist noch eine Tür. Ich wollte gerade sagen, hat der Schlüssel irgendwie mehrere Bedeutungen? Hey, es passiert etwas. Also mehrere Nutzungsmöglichkeiten, es ist noch eine Tür. Und diese Tür sieht wirklich mehr aus als die andere, aber sie bleibt zu. Hä? Das ist der Weg hinein. Der Schlüssel, den Doga uns gab, hat funktioniert. Auf geht's. Nein. 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 Tut mir leid, aber da war gerade eben eine Tür, durch die ich gehen konnte. Du hast mich nicht gefragt, ob ich diesen Teleporter benutzen möchte, Lunev. Unhöflich. Erlaube mir, da links durch diese Tür zu gehen, bevor wir weitermachen. Die hier oben. Gibt's hier einen extra Boss oder sowas? Oder ist hier nur eine Etage mit Krimskrams? Ja, kann ich? Nein, ich kann nicht da durch. Okay, schade. Das sah so geheimnismäßig aus. Verdammt! Das sieht so aus. Verdammt nochmal. Das sieht so Ninja-mäßig aus. Was? Shinobi. Schon wieder. Warum gibt's hier drin Shinobis? Ich habe mit einer Menge gerechnet, aber doch nicht mit Shinobis.
Das ist schlecht. Refia hat wenig Lebenspunkte. Wenn die Typen relativ schnell angreifen, dann ist Refia in Gefahr. Ich hoffe, der Heal kommt durch. Blitzgar. Los, Ark. Heile um Refias Leben. Oh nein! Heile schneller! Das ist komplett beschissen, wenn jetzt Refia umfällt. Haut doch mal auf den anderen Typen ein! Der hat noch nicht angegriffen! Oh Gott, danke schön. Ich will mir noch ein bisschen meine Heilkräfte sparen, ehrlich gesagt. Denn sonst muss ich die Phönixfedern benutzen und davon haben wir zwar immer noch genug, aber eben nur einen begrenzten Vorrat. Das muss man immer noch im Hinterkopf behalten. Nochmal Blitzgar. Irgendwie witzig, wenn Lunev so schnell ist wie ein Shinobi, also praktisch genau gegen seine Berufsgenossen kämpft. Sogar dieselbe Klamottenfarbe haben sie. Ich weiß nicht, finden euch das witzig? Irgendwie komischer Zufall. Fällst du mal endlich um? Meine Güte, wie fällt er aus? Los, haut drauf auf den Typen. Haltet euch nicht zurück, haut einfach drauf da. Oh, vergiftet, na toll. Das ist doch mehr nervig als nützlich für euch Leute. Also ich könnte blind und stumm verstehen, aber Gift ist jetzt nicht wirklich das Maß aller Dinge. Yay, hüpf und hüpf und hüpf und Stufe von Ingus und das war's, gut. So, einmal ganz kurz entgiften und heilen. Upp, Moment, was? Ach, blind und vergiftet mit einem Angriff. Na, wenigstens etwas. Ich will jetzt nicht die Gegner zu sehr in den Himmel loben, aber wenigstens geben sie sich etwas Mühe, das muss man sagen. Zack, zack, zack und das reicht wieder. So, was ist in Truhe Nummer 1? Ein Elixier. Hooray, wuhu. Ich habe mich in Final Fantasy schon mal mehr über Elixiere gefreut als hier. Oh, du bist jetzt Lila Dor, der Freund von Goldor, oder wie? Platinal! Wirklich? Platinal? Ich meine, Goldor klingt wenigstens noch halbwegs bedrohlich, aber Platinal? Oh Mann, ich habe dazu echt nichts mehr zu sagen. Nein, echt nicht mehr. Haut ihn einfach weg, ganz schnell bitte. Ich kann auch mal versuchen, ihn zu blenden. Obwohl, nee, da ist ein Vitra-Slot drauf. Nee, nee, das lassen wir mal. Ich kann versuchen, ihn zu analysieren. Einfach nur, weil ich's kann. Denn den Zauberslot brauche ich nicht wirklich. Was machen wir noch? Was macht Beamen eigentlich? Habe ich das noch nie probiert, oder? Nö, dann mache ich Bio. So, ich will mal sehen, wie viel Schaden Bio macht und ob es direkt vergiftet bei so einem komischen Rittersmann. Los, Leute, zeigt mir eure neuen Fähigkeiten, die ich noch nie benutzt habe vorher. Das sieht armselig aus. Habt ihr das gerade eben gesehen? Das war einfach nur so eine grüne Scheibe am Anfang der Cast-Animation, die wie eine Blase sich verformt hat. Das sah scheiße aus. Platinal, 19.000 Lebenspunkte. Okay, 7.000 noch übrig, keine Schwachstellen. Na schön. Da reichen jetzt wohl Lunev und Refia mit ihren beiden Angriffen, um den wegzuhauen. Schneesturm. Der ein bisschen wenig aussieht. Also ich meine, Schneesturm, da stelle ich mir ein bisschen größeren Angriff drunter vor. Hat er jetzt gerade wirklich zwei Angriffe überlebt? Nee, oder? Warum kann er auch zaubern? Hör auf damit! Oh, Glück gehabt. Lunev, Refia, ich bin enttäuscht. Warum hat mir gerade nur so wenig Schaden gemacht? Los, das könnt ihr besser. Viel besser. Na also, geht doch.